Also da kann man ja mal ruhig. Das ist ja, das, ich weiß, das grenzt schon hart an Luxus, aber ganz ehrlich, das muss einfach sein. Wir wollen ja hier unsere Leute nicht allzu... Huch! Nicht allzu sehr einpferchen. So, eigentlich wollte ich das Projekt gar nicht so groß machen. Ich wollte ja eigentlich nur, wollte ich ja nur. Ne, ich wollte ja eigentlich ursprünglich ja tatsächlich nur so 3-4 Wohnungen machen. Und jetzt war die Resonanz so groß, dass ich dann noch ein bisschen anbaue, aber ich beeile mich da einfach mal ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja, man sieht, ich beeile mich. Es klappt auf jeden Fall ganz zauberhaft. So, dann baue ich hier mal eine Wand drin. Und dann können wir mal gucken. Und wir haben noch viele Möglichkeiten mit den Verewigungen. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall... Das wurde auch mal Zeit. Das wollte ich ja in der Let's Show-Welt ursprünglich auch machen. Mit dem Friedhof und so weiter. Daraus ist ja dann aus ominösen Gründen nichts geworden. So, warte mal. Da unten hatte ich keine, ne? Das war einfach glatt. Genau. Dann habe ich oben... Dann kommen die Treppen ja oben hin. Das klappt ja super, lückenlos auch. Man ist eben ein echter Profi. Ja, da sieht man schon die Profihaftigkeit. Na, super. So, wupp. Ah, so, wupp. Schwupp. Gut, dann kann ich hier nämlich doch in der Mitte doch noch mal ein bisschen... Huch. Kann ich hier noch mal durchziehen. Er kann mir voll an durchziehen. So, wupp, wupp, wupp. Und dann muss ich mal gucken, wie tief das reingeht und wie ich das dann vielleicht auch mehrstöckig gestalten kann. Das weiß ich jetzt noch nicht. So, das Ding, die Treppe kommt dann dahin. Und da kommt dann... Das hätte ich mal auch sparen können. Da kommen dann dafür Slabs hin. Hier sollte ja der Tisch ursprünglich hin. Okay, nee, ist, ach ja, ja, da ist ja, ja, okay. So, dann mache ich hier einfach mal mit Kobbeldicht. Wobei ich dann die Nische auch nach hinten ein bisschen ausweiten könnte. Dann mache ich hier tatsächlich so eine kleine Essenfassen-Nische rein oder sowas. Eine Geselligkeitsnische. Ich weiß noch nicht genau, ob man hier gesellig sein möchte. So, wie habe ich das hier in welcher Größe? 1, 2, 3... Hier habe ich tatsächlich 4, konnte ich mir gönnen. Normalerweise ist aber 3×3. Okay. So, dann würde ich mal sagen, da müsste Wand sein. Raum. Raum. So, testen wir das Ganze mal ein bisschen aus. Gerade ob das jetzt passt hier von den Maßen her. Maßen Attacks. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das so ein bisschen einheitlich habe. Da ging dann eine Treppe runter. Das heißt, hier reißen wir den Boden raus. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier schön einrichten. Dann haben wir eben ein paar mehr Sklaven. Facharbeiter. Entschuldigung, Facharbeiter natürlich. So, zack, 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 zack. So, Wächter, das kommt weg. So, neue Updates sind verfügbar. Ich freue mich, Windows. Vielen Dank. Alter, das mit der Taskleiste ausgeblendet, das ist so ätzend, weil ständig muss ich irgendeinen Scheiß, irgendein ganz unwichtiger Scheiß einblenden. So, dann müsste ja hier theoretisch die Lampe wieder kommen. Huch! Fällt mir jetzt erst auf, dass ich da... Gut, dann weiß man ja sowieso schon, was ich vorhabe. So, wupp dich und dann kommt da natürlich Dingens hin, da kommt Dingens hin. Auch da würde ich gerne Dingens hin machen und Dingens. So, und dann machen wir hier natürlich eine Kobbelwand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und theoretisch... Wie habe ich denn das da gemacht eigentlich, wenn man da reingeht? Hier, das Ding geht durch. Und da ist einfach nur ein Slab drin. Keine
Stufe? Das fände ich irgendwie spannender, weil dann könnte man nämlich da oben noch so einen Kranz machen. Was denn für ein Kranz, ey? Ich mach den Kranz auf deinen Kopf mit deinen scheiß Haaren, ey. So, mal gucken. Siehste gleich, was ich für einen Kranz meine. Theoretisch, boah, da hätte ich gerade voll die gute Idee, aber ich glaube, das wäre zu übertrieben. Ich habe gerade überlegt, ob ich da einen Kranz aus Lava reinmachen soll. Aber dazu müsste ich erst alle Räume fertigstellen. Das kann ich jetzt momentan noch gar nicht machen. Aber das wär auch ein bisschen too much quasi. Ein Kranz aus Holz wäre auch übertrieben. Es sieht ja, andererseits haben wir hier natürlich auch Holzdinger. Ich guck mal ganz kurz, wie das aussieht, wenn wir hier das normale Holz nehmen. Da bin ich mir jetzt momentan gar nicht so sicher, ob das jetzt so toll ist. So, da könnte man theoretisch auch Wolle reinhauen oder irgendwas. So, ich finde, das macht's tatsächlich noch ein bisschen wohnlicher. Und wir haben hier nur diesen Umgebungskranz, dadurch, dass wir hier eine Treppe noch eingebaut haben, schließt das auch super ab. So eine Bordüre sozusagen. Ja doch, ist ganz cool eigentlich. Kann man später auch für Häuser nutzen. Da macht es sich vielleicht ein bisschen besser als hier im... Naja, ein Knast ist das ja nicht unbedingt... So, und jetzt ist noch die Frage, wie gestalten wir denn hier? Da mache ich mal... Ah, super. So, dann haben wir da so ein kleines Fußende, keine Ahnung wozu. Und da kann dann auch wieder ein Bett drauf. Und dann hier zum Beispiel. Das Gute ist, dass wir jetzt diese Halbdinger haben. Ich gehe mal ganz kurz was machen. Das mit dem Holzrahmen könnte ich sehr gut in der Kneipe machen zum Beispiel. Oh. Heute ist Mondfinsternis. Pass mal ob. Wo ist Derpy? Derpy. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte gerade tatsächlich zack, zack, zack. Mir ein kleines Eimerchen machen. Damit, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt... Ich müsste doch bis zum Wasser rankommen hier, ne? So. Jetzt habe ich einen Eimer mit Wasser. So, und gerade... Die Trin. Trin oder Trin? Fugen aus Kratzer. Die Fischattrappe. Ja, die braucht auf jeden Fall sowas. Hier haben wir ja... Da ist ja das Ding. So, also die Anna braucht sowas unbedingt. Bei der wissen wir es ja alle. So, jetzt machen wir da natürlich jetzt einfach... Flöpp. So, hat sie hier quasi ihr Wohnklo. Genau das meinte ich. Das ist dann natürlich direkt vor der Tür. Da kann man hier sein Geschäft verrichten. Das Schöne ist... Man kann dann natürlich auch ein bisschen abtauchen. Im Wohnklo. Alter, wie das hier nach Urin stinkt. So. Die Frage ist, lässt man es so oder macht man es vielleicht noch ein bisschen anders? Wir könnten da unten zum Beispiel, das können wir ja von hier aus sogar noch machen. So, pass auf. Dann hauen wir da unten nämlich die erste Lage mit Kobbel dicht. So, und da unten haben wir dann quasi erst das Rohr von den Stadtwerken. Und wenn wir dann hier sagen, so, hier... Ist ditte? Dann könnte man theoretisch sogar noch sagen, alles klar. Dann gibt es sogar einen Klodeckel. Ne, wenn du mal irgendwie, wenn es pressiert. Und dann hier einfach hinhocken. Huch, nee, nicht so. Hier einfach mal hinhocken. Plätscher, 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 plätscher. So. Haben wir da einfach mal für die spezielle Notdorf was eingebaut. Und so eine Details liebe ich ja, muss ich ja zugeben. Sowas mag ich ja. Und der Santico müsste was eigentlich auch haben, theoretisch genormt hier. Andererseits wäre es natürlich noch praktischer, wenn er das auf dieser Seite kriegt.
Dann könnte man sagen, die beiden fließen dann sozusagen dort unten zusammen. So, da hau ich mal raus. Fließt jetzt natürlich nicht zusammen. Pass mal auf. Aua. So, da ist von Anna das Pissoir sozusagen. Und dann kann ich da bei der Anna nämlich auch mal sagen, komm, ich reiß das auch nochmal raus. Mach da auch nochmal Kobbel hin. Und sobald ich dann da unten noch auch noch Kobbel hinmache, fließt das hier alles zusammen. So, jetzt zum Beispiel auch schon. Und dann kann ich das da unten gemeinsam abfließen lassen. So, dann mache ich hier nochmal... Das sind aber dann wirklich Detailarbeiten, ne? Also wenn du dich dann mit sowas... Wenn man jetzt sowas im Let's Play anfängt, dann ist natürlich auch alles vorbei. So, ich schwimme mal ganz kurz rüber. Aber das Gute ist, so könnten zum Beispiel zack. So könnten sich die Zellen gegenseitig besuchen, weißt du? Wups. So, da unten müsste es theoretisch weitergehen mit Cleanstone. Ich schwimme mal ganz kurz hier raus, damit ich das von da machen kann. So, haben wir Cleanies dabei? Jawohl, da sind die Cleanies. Dann setze ich den da rein, dann setze ich den da rein und theoretisch... So, eigentlich müsste es hier schon zusammenschwimmen. Aber vielleicht kann man das ja tatsächlich auf dem Level da unten machen. So, hier reiße ich natürlich erstmal alles. Zack. Hier mache ich überall Kobbel draus. So, Moment. Nur mal so als Beispieldemonstration, ne? Wie man das mit einem tollen Toilettensystem machen kann. Und wenn diese Toiletten dann zum Beispiel noch, ich sag mal, in eine Kanalisation abfließen, dann ist natürlich alles vorbei. Dann hast du ein ganz tolles, komplexes System. Ich mach dann da doch nochmal Dingens raus. Nicht Cleanies, sondern dann mach ich da nochmal Kobbel raus. Und dann machen wir da drunter, dann ist das ja quasi der Einflussschacht. Worüber man sich so Gedanken macht. So, und dann kannst du hier quasi... Blub, blub. So, und ich lasse das mal in der Höhe, damit man hier tatsächlich auch flüchten kann dann. So, hier komme ich natürlich jetzt erstmal ohne weiteres nicht mehr raus. Eigentlich kann man hier auch, oder sollte man hier die bemoosten Kobbels nehmen. Ich komme ohne weiteres raus. Ich muss dazu natürlich nochmal kurz rüberschwimmen. Ja, in das Nachbar-Pissoir. Flups. Nein. Anna, hilf mir raus, Mann. So. Und dann hole ich mir eben ganz kurz noch einen frischen Eimer mit Abflusswasser. Und dann machen wir hier auch noch ein Klo. Sekunde, Sekunde, Sekunde. So, da würde man ja erstmal nichts vermuten, ne? Also wenn man das noch tiefer baut, dann sieht man jetzt auch nicht, dass das zusammenfließt, weißt du? Dann kannst du halt runtergehen und kannst dann halt sagen, hier geht's dann noch weiter runter. Und dann kannst du quasi einen Fluchttunnel bauen. Du kannst das in einer gemeinsamen Kanalisation machen und so weiter und so fort. Und das sind so Details, wenn man sowas entdeckt in Spielen, dass es dann noch weitergeht, dass man da sonst wo hinkommt. Hallo, Hilfe! Ich will aus dem Klo raus. Ich will aus dem Klo raus. Hallo? Mann, ey, ich komme nur bei der Anna aus dem Klo. Freunde? Ich würde gerne wirklich aus dem Klo raus jetzt. Hä? Wieso komme ich aus dem Klo raus? Alter!